Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit einer spannenden Diskussion. Und zwar sind bei mir zu Gast im Studio die beiden Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss von der ÖVP, Andreas Hanger. Hallo. Und von der SPÖ, Kajan Kreiner. Schönen guten Abend. Schönen Abend, hallo. Ich würde gerne gleich beginnen mit der gestrigen Sondersitzung. Da gab es eine sehr hitzige Sondersitzung, muss man sagen. Herr Kreiner, Sie haben ja 50 Fragen gestellt an den Bundeskanzler, eine dringliche Anfrage. Und in Ihrer Rede haben Sie dem Kanzler vorgeworfen, er sei ohne Anstand, ohne Respekt und ohne Moral. Ist das nicht ein bisschen heftig? Ja, das war sehr heftig. Und das hat aber eine ganz einfache Ursache. Ich habe das ja auch dort, ich habe 19 Minuten gesprochen und das war ein kleiner Ausschnitt natürlich. Da geht es darum, dass wir ja aufgrund dieser Chats und dieser SMS ich sage immer Kirchenchats dazu, wo offenbar die Kirche kritisiert die Regierung, die Asylpolitik der Regierung, und der Kanzler schickt dann den ÖVP-Generalsekretär vom Finanzministerium, den Herrn Schmidt, der dann später ÖBAG-Chef wird, und einen anderen Beamten dann zur Bischofskonferenz hin. Der meldet, heute ist dieser Termin, also der ausgemachte, und wir werden Ihnen ein ordentliches Package mitgeben und werden Ihnen vorrechnen, wie viel Geld Sie mehr Steuer zahlen müssen. Und dann antwortet der Bundeskanzler Kurz, ja, super, bitte Vollgas geben. Gegenüber dem Generalsekretär der Bischofskonferenz. Nach der Sitzung, und dann schreibt der Herr Schmidt, yeah, das taugt mir voll. Also mir taugt es total voll, dorthin gehen und die einzuschüchtern. Und dann zwei Stunden später oder drei Stunden später meldet er quasi den Vollzug an den Bundeskanzler und sagt, also Schipka war fertig. Das ist der Generalsekretär der Bischofskonferenz und was wir denen alle für Steuerprivilegien, wie wir die Förderungen kürzen und so weiter. Und dann schreibt er, er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Und dann sagt der Bundeskanzler Kurz, super, danke vielmals. Und ganz ehrlich, wo ist hier Moral? Wo ist hier Anstand und wo ist hier irgendein Respekt? Und das, was ich gesagt habe, ist, dass wir alle das Bild des Bundeskanzlers kennen, aus Medien, aus dem Fernsehen, aus dem Parlament, wo er wohl vorbereitete Worte hat, höflich ist, anständig ist von der Art und Weise, wie er auftritt, gut frisiert ist. Und dann sehe ich hier ein ganz ein anderes Gesicht. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir hier zwei Gesichter haben. Das Gesicht, wo er in der Öffentlichkeit auftritt, wenn die Kameras eingeschaltet sind, wenn die Mikrofone laufen. Und dann dieses Bild, wo er nicht abstreitet, er sagt, ja, das sind seine Chats. Und ja, das hat er kommuniziert. Er hätte gestern das erste Mal im Parlament dazu Stellung nehmen sollen und er hat kein Wort dazu gesagt. Er hat behauptet, ich habe das eh schon öffentlich Stellung genommen, ich habe keine Ahnung wo und wann. Das Einzige, was er bisher gesagt hat, ist, das ist aus dem Zusammenhang gerissen und verzerrt dargestellt. Ich habe die kompletten Chats vom ganzen Tag da. Es wird ja nicht besser, das geht ja noch weiter. Also das wird nicht besser, das Bild, weil dann reden Sie dann darüber, dass der Herr Schmidt möglichst vielen Aufsichtsräten sitzen soll. Und dann der Schlusssatz ist ja auch sehr bezeichnend. Da sagt eben der ÖVP-Generalsekretär, dass er den anderen aus dem Haus, der mit war, jetzt aufpäppeln muss, weil der Generalsekretär der Bischofskonferenz hat ihm so leid getan. Also das ist die Art und Weise und dann noch Smiley, Smiley, ha, ha, ha und Bussi und das Übliche. Und das ist einfach für mich ein erschreckendes Bild. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Bild, als ich auch selber hatte von ihm. Ich kenne ihn ja auch im Wesentlichen aus dem Parlament und aus Ausschusssitzungen und aus den Medien. Und dieses Bild ist ganz ein anderes. Und wenn jemand der Meinung ist, der soll mir sagen, wo ist hier der Anstand, wo ist hier der Respekt und wo ist hier die Moral? Weil das ist alles, das ist genau das Gegenteil davon. Herr Hanger, jetzt war das, wie gesagt, eine sehr hitzige Sitzung gestern. Ich glaube, beide Seiten sind sich da um nichts nachgestanden. Viele Medien schreiben heute von einer Schlammschlacht, die da stattgefunden hat zwischen Opposition und Regierung. Wie haben Sie denn die Stimmung der Opposition gegenüber dem Bundeskanzler gestern erlebt? Haben Sie das als unfair angesehen, als respektlos?
Also ich habe es ja fast noch schlimmer erwartet, weil ich kenne den Herrn Kollegen Greiner. Übrigens zu diesen Chats, x-mal haben wir schon darüber diskutiert, ein deutliches Zeichen dafür, dass es keine neuen Geschichten mehr gibt. Der Herr Bundeskanzler hat diese Geschichte längst geklärt mit der katholischen Kirche. Natürlich öffentlich nicht Stellung genommen und wir reden das zweite Mal darüber. Das zweite Mal reden wir zwei darüber. So, danke, dass Sie mich ausreden lassen, weil ich war mir ja gar nicht sicher, ob das jetzt eine Diskussion wird. So lange hat Herr Kollege Greiner gesprochen, lange schon die Dauer spricht, ja, dass er das halt 100-mal argumentieren will. Diese Geschichte ist längst erledigt, ist längst intern ausgesprochen und da sollte man es auch belassen dabei. Und ich bin tief davon überzeugt, und so kenne ich den Herrn Bundeskanzler auch, dass er letztlich unglaublich wertschätzend mit allen Gesprächspartnern umgeht. Und das ist der Punkt. Die Geschichte ist immer die gleiche. Kurz muss weg. Das ist die einzige Erzählung, die die Oppositionsparteien haben. Sie machen aus meiner Sicht einen schweren strategischen Fehler, weil sie keine Gegenerzählung haben. Weil was ist dann, wenn Kurz weg ist? Ich erinnere mich an die Frau Rendi Wagner, die da ganz verkrampft mit einem Mikrofon dagestanden ist. Die dunklen Gestalten der SPÖ dahinter, auch dazumal. Das haben sie sich so verkalkuliert. Und ähnlich sehe ich jetzt die Situation. Kein Plan B ist da, nur Kurz muss weg. Und das ist ein bisschen und sehr kurz gegriffen. Insgesamt zur Stimmung, ich bin schon auch der Meinung, dass wir auch zu etwas mehr Ruhe kommen sollten wieder in der Debatte. Nicht so hitzige Angriffe fahren, sondern die Sachlichkeit im Vordergrund sehen, nehme ich da selber durchaus auch beim Namen, weil da ist, und das merkt man ja auch, es ist ja gar keine vernünftige, sachliche Diskussion mehr möglich. Wir sollten in Wirklichkeit Öffnungsschritte diskutieren. Ganz Österreich freut sich, dass endlich diese Öffnungsschritte kommen. Da haben wir wirklich viel Arbeit. Wir müssen den Arbeitsmarkt ankurbeln, wir müssen das Vereinsleben wieder in die Höhe bringen, wir müssen die Folgen der Pandemie bekämpfen. Und das sind die Rückmeldungen, die ich bekomme. Die Menschen sagen zu mir, lieber Andreas, kümmert euch doch bitte darum, dass hier die Öffnungsschritte gut über die Bühne gehen, dass wir zu unserem normalen Leben wieder zurückkehren. Vergesst diesen Kleinkrieg, der da von den Oppositionsparteien permanent angezettelt wird. Also das erscheint mir das Wichtigste. Ist das ein Kleinkrieg, den Sie da anzetteln? Nein, gar nicht. Den Krieg hat der Kurz der Justiz erklärt, vor über einem Jahr, indem er begonnen hat, in einem Hintergrundgespräch von irgendwelchen politischen Netzwerken in der Justiz zu fantasieren, die aus parteipolitischen Gründen gegen ihn vorgehen würden. Und er hat einfach die Justiz die ganze Zeit attackiert und hat es attackieren lassen, auch durch den Herrn Hanger, durch den Herrn Wöginger, durch die Frau Ministerin Edtstadler und so weiter in Eilpressekonferenzen. Es gibt ÖVP-interne Papiere, wo sie die Korruptionsstaatsanwaltschaft zerschlagen wollen, unter politisches Kuratel stellen wollen. Das ist ja alles bekannt. Der Präsident Sobotka und die Frau Ministerin Köstinger wollten überhaupt gleich einmal die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen abschaffen. Also das ist nichts, das von uns kommt. Das, was wir machen im Untersuchungsausschuss, ist einfach sehr konzentriert, unsere Arbeit zu machen. Und dieser Chat ist hier. Der ist nicht von mir, der ist von Herrn Kurz und er hat bis heute nicht öffentlich dazu Stellung genommen. Und ich finde, also der Charakter, der sich in mir offenbart, und da kann ich nur dabei bleiben. Und Herr Hanger, vielleicht sagen Sie mir, wo in diesem Chat irgendein Anstand ist, irgendeine Moral und irgendein Respekt. Das ist respektlos, es ist ohne Anstand und es ist in Wahrheit amoralisch, was hier passiert. Und das ist etwas, da können Sie sagen, es interessiert niemanden. Mich interessiert es und nicht nur mich, weil was für einen Charakter der Bundeskanzler hat, ist mir nicht egal und ich glaube auch den Österreicherinnen und Österreichern nicht. Sie wollen einen Chatverlauf zu einer Staatskrise hochstilisieren. Nein, okay, das sei einen unbenommenen. Das ist keine Staatskrise. Der Bundeskanzler hat schon sehr klar gesagt, dass er das in dieser Form nicht mehr schreiben würde. Er hat auch intern geklärt mit der katholischen Kirche. Aber ich weiß, Sie werden es bei der nächsten Wortmeldung wieder anziehen. Das ist halt klassische Oppositionspolitik, die im Übrigen ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher ablehnen. Zu den Vorwürfen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ich betone einmal mehr, dass uns natürlich eine unabhängige Justiz sehr, sehr wichtig ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist nicht sakrosant. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele oder ich bringe Ihnen ein Beispiel. Das eine Beispiel ist, wir haben die Situation, dass wir Wiederhebungsberichte bekommen haben. 635 Zeiten Chatverlauf, Auswertungen, immer der Thomas Schmidt mit seiner Assistentin. Bei einer wohlwollenden Beurteilung bleiben vielleicht 5 Seiten über, die nur irgendwie relevant sein könnten für den Untersuchungsgegenstand. Kein einziges Mal wurde zitiert übrigens von der Opposition aus diesem Hebungsbericht. Also deutliches Zeichen dafür, dass nichts drinnen steht. Und im Gegenzug haben wir die Situation, dass die Chats vom Herrn Strache noch immer nicht da sind. Wir werden auch ein freundliches Schreiben an die Frau Bundesministerin richten, weil ganz klar festgehalten wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil wir würden das auswerten, wenn wir quasi auch die entsprechende Berichterstattung
Priorisierung bekommen würden. Also ja, da gibt es ein bisschen eine Situation, die darf man schon auch noch sagen, meiner Einschätzung nach. Und das Zweite ist, eine Anzeige vom Herrn Bundeskanzler auf Basis einer Wortglauberei zu machen, halten wir halt schon auch für weit hergeholt. Aber noch einmal, hier sollen die Behörden unabhängig davon ermitteln. Aber, und es muss schon auch gestattet sein, auch die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu hinterfragen. Das muss in einem Rechtsstaat auch schon noch möglich sein. Herr Greiner, weil der Herr Hanger das jetzt auch gerade angesprochen hat, und das ist ja auch der Vorwurf, den der Bundeskanzler immer wieder auch in den Raum stellt, dass er von der Opposition in dieser Ausschusssitzung in eine Falschaussage getrieben wurde. Er hat gesagt, dass sozusagen, das sind Schachtelsätze gewesen, Suggestivfragen, 4 Stunden lang extrem angespannte Stimmung, und sie hätten es darauf angelegt, im Endeffekt, dass er eine Falschaussage macht, damit sie ihn nachher anzeigen können. Nein, das ist ja alles lächerlich. Jeder kann das Protokoll durchlesen, das ist auf der Homepage des Parlaments, da kann sich jeder durchlesen, da wird er sehen, dass hier sehr klare Fragen gestellt werden. Man sieht, dass die ÖVP permanent dazwischengrätscht, permanent Geschäftsordnungsdebatten anzettelt. Ja. Man merkt, wie Sobotka Vorsitz führt, die ÖVP da Fragen stellen. Was 2008 passiert ist, wird alles zugelassen, wenn die SPÖ eine Frage stellt über November 2017, ist gleich roter Alarm, das könnte außerhalb des Untersuchungszeitraums sein. Es kann sich jeder selbst ein Bild machen, er braucht dort nur hingehen auf die Homepage parlament.gv.at. Also Sie bestreiten, und sich alles. Sie hatten nie Nein. die Intention, ihn in eine Falschaussage zu bringen. Nein, bitte, wieso sollten wir das tun? Und wir haben ja in dem Augenblick, er hat einfach seine Rolle dargestellt damals, er hat gesagt, ich war mehr oder weniger nur am Rande informiert, und da geht es nicht um einen eigenen Satz oder um einen einzigen Satz oder um ein einziges Wort, da geht es darum, er hat seine Rolle dargestellt, er war aus den Medien informiert, manchmal auch indirekt informiert über das, was bei der ÖBAG passiert, dass der Schmidt sich bewirbt, hat er mehr oder weniger aus der Zeitung erfahren. Vielleicht hat er auch einmal mit ihm darüber gesprochen, er weiß es nicht. Und die Entscheidungen haben immer alle anderen getroffen. Und das, was wir aus den Chats wissen, ist, das war Chefsache. Er hat am Ende des Tages alle Entscheidungen getroffen, und er hat die Fäden gezogen. Und das ist ein ganz anderes Bild. Und es hat ihn doch keiner gezwungen, dass er dort falsch aussagt, objektiv die Unwahrheit sagt. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, das entscheiden sowieso nicht wir. Aber dass er hier objektiv die Unwahrheit gesagt hat, das ist so. Und das sagen auch alle, also außer die vielleicht von der ÖVP bezahlten. Das ist wieder diese Unterstellung, die permanent halt Herr Greiner macht. Nein, das sagt jeder Rechtsexperte, und jeder, der die 58 Seiten liest, der sieht seine Aussagen, und dann sieht er die Chatprotokolle, und dann weiß er Tag und Nacht. Bitte, jederzeit. Die Meinung vom Herrn Greiner ist dann immer jeder, genauso wie im Untersuchungsausschuss. Das ist ja lächerlich und muss ich zurückweisen. 2 Dinge zur Situation im Untersuchungsausschuss. Ich bringe Ihnen da ein Beispiel. Wir kennen die Schröder-Affäre, zum 25. Mal diskutiert im Untersuchungsausschuss, und Situation ist die, dass die Staatsanwaltschaft das gesamte Verfahren eingestellt hat. Punkt. So, was passiert? Immer diejenigen, die nach dem Rechtsstaat rufen, können das natürlich nicht akzeptieren, und der Herr Greiner, ich glaube sogar gemeinsam mit der Frau Crisper, bringt eine neuerliche Anzeige ein. Okay, soll möglich sein in einem Rechtsstaat, das ist soweit okay. Nur, die beschuldigte Person wird dann wieder in den Ausschuss geladen, weil man halt ihn befragen will. Es ist Konsens eigentlich darüber, dass es die Person da natürlich dann das Entschlagungsrecht hat, weil er sich ja nicht selber belasten will. Der Einzige, der das wiederum nicht akzeptiert im Ausschuss, ist der Herr Greiner. Wir führen elendslange Geschäftsordnungsdebatten darüber, und die Situation ist in etwa so, dass hier ein Phänomen herzustellen ist und jede Frage muss im Einzelfall entschieden werden. Kurzform, der Herr Greiner 2 Stunden lang nur in der Erstbefragung befragt er den, stellt wieder ganz allgemeine Fragen, dann kommt er wieder zum Untersuchungsgegenstand. Also er will ihm hinführen, die Auskunftsperson steht unter Druck, wirklich unter Druck, weil er ja jederzeit auch eine falsche Aussage machen kann. Und wissen, was der Gipfel an der Geschichte war? Der war der, dass da noch 2 Stunden, wir sind in der ersten Fragerunde vor Herrn Greiner, ein großes Grinsen habe ich dann gesehen vor Herrn Greiner, Triumph, Triumph, ich habe die Person jetzt 2 Stunden fertig gemacht und ich habe ihn 2 Stunden befragen können, obwohl ich ihn gar nicht hätte befragen können. Also so geht es zu im Untersuchungsausschuss, die Geschäftsordnungsdebatten, die verursacht wirklich nur der Herr Greiner. Und ich möchte noch um die Geschichte fertig zu erzählen, ich habe dann auch mit dieser Auskunftsperson 3 Tage später gesprochen, und der war 3 Tage später noch in einem Ausnahmezustand. Der steht dort unter Wahrheitspflicht. Der Herr Greiner darf dort machen, was er will. Und insofern brauchen wir auch eine Reform des Untersuchungsausschusses. Und jetzt zum zentralen Vorhalt bezüglich Falschaussage des Herrn Bundeskanzlers.
klar ist, dass ja auch aus den Protokollen hervorgeht, dass natürlich keine Falschaussage getätigt worden ist und dass der Herr Bundeskanzler natürlich eingebunden war in das ÖBAG-Gesetz. Na nun, nicht, nie was anderes wurde gesagt. Als Regierungschef bist du natürlich eingebunden. Du bist auch in die Situation eingebunden, dass auch ein Vorstand der ÖBAG bestellt worden ist. Und ich muss über den Gernot Bauer zitieren, ein sehr unverdächtiger Profiljournalist, der hatte diese doppelte Verneinung sehr klar aufgeklärt, dass das natürlich ein Ja ist. Und der Bundeskanzler hat ja dann auch dazu gesagt, es war allgemein bekannt, dass sich der Thomas Schmidt bewirbt. Also das jetzt irgendwie so darzustellen, als hätte der Bundeskanzler gesagt, er war nicht informiert oder involviert, ist aus meiner Sicht, ja, ich würde jetzt nicht den Begriff lächerlich verwenden, es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Und das ist schon der zentrale Vorhalt in diesem Papier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und daraus, aus dieser Wortglauberei, eine Anzeige ableiten. Und ich kenne viele Rechtsexperten, die mir sagen, auf einer Basis einer Wortglauberei, eine Anzeige, wo du einen Vorsatz nachweisen musst, das entbehrt jeder Grundlage. Und da würde ich den Herrn Kollegen Greiner auch schon bitten, das zur Kenntnis zu nehmen. Nein, das ist relativ einfach. Auch in dem Fall hat der Bundeskanzler tagelang die Unwahrheit gesagt. Nämlich hat behauptet, ich hätte ihn angezeigt wegen Falschaussage, was ich nie getan habe. Das haben wir ja gestern auch im Parlament noch einmal richtigstellen müssen, weil er seit Tagen Sachen behauptet, die nicht stimmen. Die Vermutung wäre naheliegend gewesen. Ja, ich kann vermuten, was er will. Es war einfach, ja, aber es ist einfach unwahr. Und genauso und ganz ehrlich, wir reden hier nicht über irgendeine Anzeige, wir reden von einem Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft über 58 Seiten, wo sie selber ermittelt haben und dargestellt haben, was hat er gesagt und was wissen wir aus den Chats, ja, was für ein Bild. Die Staatsanwaltschaft hat interpretiert. Nein, die hat gar nichts interpretiert. Das ist Wortglauberei. Nein, die hat gesagt, was für ein Bild hat der Bundeskanzler über seine eigene Rolle gezeichnet. Es ist Interpretation. Was hat er selber für ein Bild gezeichnet von sich und was sehen wir, was er tatsächlich aufgrund der Chats für eine Rolle gespielt hat. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, das ist objektiv die Unwahrheit und das, was geklärt werden muss, hat er absichtlich die Unwahrheit gesagt oder hat er vergessen, was er für eine Rolle gespielt hat. Nein, das weiß ich zurück. Und diese Erzählung, diese Märchenerzählung kennen wir seit Tagen, die stimmt ganz einfach nicht. Und die Frage, wie es im Untersuchungsausschuss zugeht, behauptete Herr Hanger allerlei. Am einfachsten wäre es, wir würden live übertragen, dann kann jeder zusehen und dann sieht jeder, sehen, ob das, was der Herr Hanger sagt, stimmt oder das, was alle anderen, die dort sind. Ganz kurz einhaken, die live übertragen, weil das wird ja von den Oppositionsparteien gefordert. Was haben Sie dagegen? Ich sage denn ganz ehrlich, gerade das Verhalten von Herrn Greiner hat dazu geführt, dass es bei uns einen Meinungsumschwung gibt. Das halte ich in aller Deutlichkeit fest und ich möchte Ihnen auch konkret erzählen, weil manchmal auch in den Medien jetzt das so lächerlich dargestellt wird, wir regen uns darüber auf, dass Chips gegessen werden und Wurstsemmel gegessen werden. Es geht schon, ich verstehe schon, dass man da den Eindruck bekommen kann, aber ich möchte das erklären. Die Sitzhaltung normalerweise beim Greiner ist ungefähr so, wenn er fragt und dann hat er in der rechten Hand die Chips und dann stellt er die Frage. Und das halte ich schon fest, das ist respektlos dem Parlament gegenüber und darum bin ich froh, dass es vielleicht zukünftig diese Fernsehbefürworten. Mittlerweile befürworten. Wir sagen aber auch dazu, es braucht eine Gesamtreform des Untersuchungsausschusses. Wir müssen weg von diesen Kraut und Rüben, die wir dort untersuchen. Wir haben keinen klar abgegrenzten Untersuchungsgegenstand. Wir brauchen stärkere Rechte auch der Auskunftspersonen. Also, es kann ja nicht so sein, dass der Herr Greiner dort alles erzählen darf, unterstellend sein darf, die Unwahrheit sagen darf und die Auskunftsperson ist damit enorm unter Druck. Ja. Und das Wichtigste wäre, und das steht den Herrn Greiner sehr gut, wir brauchen auch eine stärkere Rolle des Verfahrensrichters. Weil es muss schon so sein, dass auch der Herr Greiner, auch wenn es ihm schwerfällt, zur Kenntnis nehmen muss, wenn der Herr Verfahrensrichter hier eine Entscheidung trifft. Und ich kann Ihnen von ewigen Geschäftsordnungsdebatten berichten, wo der Herr Greiner das halt einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Und das macht halt die Sache ein bisschen los. Also es kann sich jeder selber ein Bild machen, ob ich so ausschaue, als ob ich 3 Familienpackungen Chips am Tag essen würde und 10 Wurstsemmeln. Das mache ich nie. Das ist respektlos. Ja, aber das Bild, das Sie zeichnen. Jetzt haben Sie gerade die Unwahrheit gesprochen. Das Bild, das Sie zeichnen. Da trete ich den Wahrheitsbeweis an jeden. Das Bild, das Sie zeichnen, ist natürlich absurd. Nein. Aber mach mal live übertragen und dann kann sich jeder selber nicht machen. Da wirst du dich dran halten. Das ist ja die Überlegung. Du machst es ja selber lächerlich, wenn es sich dann später auch. Es sind schon ein paar wichtige Sachen zu sagen. Also alle anderen, der Herr Hanger zeichnet ein Bild vom Untersuchungsausschuss, der Herr Sobotka, alle anderen, die dort sind, nämlich die Journalisten, die dort jeden Tag sind, die Abgeordneten von allen anderen Fraktionen, sind ganz ein anderes Bild. Alle gegen Kurt, oder? Nein. Das versteht sogar. Dann unterhalten wir uns einmal mit den Journalisten, die Teppich wirklich interessieren. Gerne. Vor allem die dort sind. Ja, sie dürfen sich eine aussuchen, okay? Nein, ist jeder. Und dann reden wir mit ihr. Und dann reden wir mal, wie sie sich dort verhalten. Darf ich auch einmal ausreden? Wenn die Wahrheit sagt, das wäre total nett, wenn auch ich ausreden dürfte. Mach mal
einmal Live-Übertragung, kann sich jeder selber das Bild machen. Für die, die nachschauen wollen, die können, die sind natürlich ein bisschen fader, durch Protokolle sich durchlesen. Da das sieht man leider nicht, wie sie respektlos Chips essen. Wahnsinn, das ist so. Wahnsinn, bitte diese Unterbrechungen. Aber wir sind es eh gewohnt von überall, dass der Herr Hanger hier ein bisschen auch ein wenig Respekt hat gegenüber dem Gegenüber. Und er behauptet Sachen, die nicht stimmen. Kann sich jeder selber ein Bild machen. Er hat unlängst im Fernsehen immer behauptet, dass ich immer unterstellend frage, beleidigend bin. Das musste dann vor 2 Tagen zurücknehmen, weil er halt hier die Protokolle anscheinend durchgeschaut hat, ob er mich irgendwo erwischt und ist draufgekommen. Das tue ich alles nicht. Ich bin weder beleidigend noch unterstellend. Das Einzige, was jetzt überbleibt, ist, dass ich jetzt angeblich den ganzen Tag Chips esse und Wurstsemmeln esse. Es kann sich jeder ein Bild machen. Schaue ich so aus? Nein, tue ich nicht. Habe ich schon, jeden Tag, wenn dort 100 Hackeln Chips gegessen, jeden Tag, von allen. Ja? Und ich habe auch schon mal Chips gegessen da drin. Wir sind dort 12 Stunden drin, ich tue dort essen, ich gehe auch manchmal aufs Klo. Wir sitzen dort 12 Stunden und ich muss auf meinen Blutzucker achten. Ja, ich esse dort wie alle anderen auch. Also Sie haben Chips gegessen, aber zweimal, glaube ich, im gesamten Zeitraum. Aber das ist ja, das tut dort jeder. Wir sind 12 Stunden eingesperrt. Ich meine, schaut der Herr Hanger so aus, als ob er 12 Stunden nichts isst, nichts trinkt und nicht das WC geht? Nein! Ich tue es auch, aber damit will der Herr Hanger nur alles lächerlich machen. Das Entscheidende bei dem Untersuchungsausschuss ist einfach der Umgang von Kurz und Blümel mit dem Untersuchungsausschuss. Und erinnern wir uns daran, wir müssen um jeden Akt, um jedes E-Mail, um jede Unterlage, müssen wir kämpfen bis zum Verfassungsgerichtshof. Da müssen wir monatelang Anträge stellen, die werden abgelehnt, dann müssen wir eine Rüge aussprechen. Und wir gewinnen beim Verfassungsgerichtshof und dann wird man glauben, 3. März, jetzt wird geliefert, was passiert, es wird gar nichts geben. Herr Kleiner, darüber sprechen wir gleich über die Akten. Das ist der Umgang, von Blümel und Kurz mit dem Parlament, mit der Justiz, mit der Demokratie. Und die Chats zeigen auch ein Gesicht, wenn die Kameras nicht dabei sind und wenn die Mikrofone nicht eingeschalten sind. Und das Bild, und der Herr Hanger hat mir bis heute nicht sagen können, wo soll ich hier Respekt sehen? Wo soll ich hier Moral sehen und wo soll ich hier einen Anstand sehen? Ich sehe immer das Gegenteil. Und er soll mir eine einzige Zeile zeigen. Lass mich jetzt den Herrn Hanger auch kurz darauf antworten, weil da waren jetzt ein paar Vorwürfe auch dabei. Unter anderem ging es ja um die Protokolle und die Fragen des Herrn. Also ich habe jetzt wirklich lachen müssen, wieso sich der Herr Greiner so rechtfertigen muss, dass er Chips isst. Er kann natürlich Chips essen, nur darf er es nicht dann machen, wenn eine Auskunftsperson befragt. Und er darf nicht so lümmeln und er darf nicht Chips essen und fragen. Also bei diesem Vorhalt bleibe ich, weil der ist zu 100%. Ich lümmel. Jeder sieht, wie ich lümmel. Ja, ich schlümmel jetzt auch, nicht. Oder was? Heute nicht. Aber sonst schon. Okay, bitte. Und jetzt muss ich. Das ist alles, was überbleibt. Also ich bin nicht beleidigend, nicht unterstellend, aber. Lass mal kurz den Herrn Hanger sprechen, bitte. Und ich muss jetzt wirklich. Das ist wirklich so lächerlich. Ich muss jetzt wirklich den Herrn Greiner ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben wirklich ja eine Unterlage stehen lassen mit den größten Beleidigungen, mit den größten Unterstellungen, mit den größten rhetorischen Kniffen, die da im Untersuchungsausschuss passieren. Und dieser Papierband, das ist leider sehr, sehr lange geworden. Und es stimmt, Herr Greiner, ich hätte tatsächlich geglaubt, dass du da zu 80% vorkommst, weil ich habe dich immer so wahrgenommen, dass du da, aber es stimmt, du bist das nur zu 50%. Also das ist eine Situation, weil mindestens... Bin ich gar nicht vorgekommen, jetzt ist es 50%. Darf ich jetzt ausreden, Herr Modell? Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, weil sonst kommt der Hang ein bisschen zu wenig zu Wort. Also. Ja, ich finde, was bist denn so unruhig heute? Das verstehe ich gar nicht. Habt ihr euch selber manchmal angeschaut? Manchmal erlebe ich die gelassen, aber heute bist du ein bisschen aufgeregt. Ist das vielleicht, brauchst du ein Valium oder so, gebe dir dann noch eins. Hast du Valium einstecken? Nein, leider, aber uns hast du gesagt, du brauchst... Wir werden vielleicht dann Chips liefern hier. Ja, aber genau, nein, das ist für, nein, dann, für alle. Dann wird das irgendwie was... Aber bitte, jetzt. Und ja. das ist schon Faktum und das lässt sich durch die Protokolle belegen. Das ist einfach eine ganz klare Situation und aus dieser Geschichte kommt der Herr Greiner auch nicht raus. Das werden auch alle bestätigen, die dort im Untersuchungsausschuss drinnen sind. Aber übrigens, ich glaube wirklich, wenn einmal die Fernsehkameras drinnen sind und das ist ja mittlerweile nicht mehr auszuschließen, dann wird sich sogar der Herr Greiner zusammennehmen. Also diese Hoffnung habe ich. Gut, also da herrscht Einigkeit, dass es Live-Übertragungen geben sollen. Würde uns natürlich als Medien freuen. Ich würde noch gerne zur gestrigen Nationalratssitzung kommen. Da gab es einen Misstrauensantrag der FPÖ gegen den Bundeskanzler. Mhm. Jetzt fordert ja die SPÖ den Rücktritt des Bundeskanzlers. Sie haben aber diesem Misstrauensantrag nicht zugestimmt. Nein, wir haben, das verstehe ich nicht ganz. Nein, wir haben immer gesagt, was in der
ganzen Zweiten Republik Konsens war, dass es immer eine rote Linie gibt für Regierungsmitglieder und das ist immer, wenn sie angeklagt werden. Ich kann nicht gleichzeitig. Das heißt, noch muss er nicht zurücktreten. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Regierungsbank und auf der Anklagebank sitzen. Das war ein Grundkonsens zwischen allen Parteien. Es hat einmal auch Ermittlungen gegeben gegen einen SPÖ-Kanzler. Da hat dann der damalige ÖVP-Vorsitzende klar diese rote Linie definiert und hat gesagt, quasi wenn Ermittlungen sind, ist kein Rücktrittsgrund, aber sobald die Anklage am Tisch ist, muss der Bundeskanzler zurücktreten. Und ich sage, das, was die ÖVP für einen Anspruch stellt an einen SPÖ-Kanzler, das dürfen wir als SPÖ wohl auch noch jeden Tag an einen ÖVP-Kanzler stellen. Aber das heißt, Stand jetzt muss der Bundeskanzler Ihrer Meinung nach nicht zurücktreten. Nein. Sollte Anklage erhoben werden, dann müsste er. Ja. Nicht erst bei einer Verurteilung. Weil der Bundeskanzler hat ja gesagt, er stritt bei einer Anklage definitiv nicht zurück. Ja, aber das ist absurd, weil das ist der Grundkonsens in der ganzen Zweiten Republik gewesen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Regierungsbank sitzen und auf der Anklagebank. Beides geht nicht. Und wenn ich auf der Anklagebank sitze, habe ich auf der Regierungsbank nichts verloren. Das hat seit 1945 war das ein Konsens zwischen allen Parteien. Die ÖVP hat das eingefordert von SPÖ-Ministern, von SPÖ-Bundeskanzlern. Wir haben uns immer daran gehalten. Und es wäre auch gut, wenn der Herr Kurz sich daran hält, weil in einem Rechtsstaat schließt sich das aus. Anklagebank, Regierungsbank. Geht nicht gleichzeitig. Ich muss man ja wirklich sagen, die ÖVP hat das in der Vergangenheit immer wieder auch thematisiert. Anklage und ein hohes Amt im Staat ist nicht vereinbar. Was ist jetzt, warum jetzt auf einmal dieser Meinungsschwenk? Ich glaube jetzt den Grund zu kennen, wieso der Herr Greiner heute so aufgeregt ist, weil mit seiner Forderung hat er ja auch indirekt den Herrn Doskozil zum Rücktritt aufgefordert. Vielleicht hat er intern eine Kopfwäsche bekommen und deshalb ist er heute so unruhig. Sie kennen unsere Position dazu. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht einmal zu einer Anklage kommen wird. In meiner Gedankenwelt passiert das nicht. Also die Rücktrittsforderungen gegen den Herrn Bundeskanzler sind aus der Luft gegriffen. Viel wichtiger aber wäre für Österreich. Aber wenn es zu einer Anklage kommt, der Bundeskanzler selber hat ja gesagt, bei einer Anklage sieht er keinen Grund. Nein, ich sehe auch keine. Erst auch? Zum einen glaube ich aber nicht, dass es zu einer Anzeige kommt. Und ich würde auch, aber das sind wir sehr im Konjunktiv. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die ÖVP hat, als es Ermittlungen gegen einen SPÖ-Kanzler gegeben hat, hat sie gesagt, sobald die Anklage am Tisch ist, muss der rote Bundeskanzler zurücktreten. Und jetzt frage ich... Werner Faymann war das damals. Ja, jetzt frage ich, wenn die ÖVP das gegenüber einem roten Bundeskanzler verlangt, wieso gilt das dann beim schwarzen Bundeskanzler ganz einfach, nicht? Ganz einfach erklärt, weil man sich die Basis dieser Anklage anschauen muss. Und wie ich schon gesagt habe, die Basis dieser Anklage ist aus unserer Sicht eine Wortglauberei, hat keine Substanz und ich sehe weit und breit keinen Grund für einen Rücktritt. Aber damit sagen Sie, damit bewerten Sie die Arbeit der unabhängigen Justiz und sagen... Das finde ich übrigens... Aber das ist das, was Sie dann machen. Wenn es zu einer Anklage kommt, sagen Sie... dass Sie quasi bewerten, ob die Anklage zu Recht ist oder nicht. Und damit greifen Sie in die unabhängige Justiz ein. Sie die Arbeit politisch der unabhängigen Justiz. Wieso wendet sich die Richtervereinigung, die Vereinigung der Staatsanwälte, wieso melden die sich permanent zu Wort und sagen, diese Einmischung und diese Angriffe von Kurz, Blömel und der ÖVP auf die Justiz sind zurückzuweisen. Wieso? Das ist ganz gefährlich, was die ÖVP hier macht, weil sie glaubt, sie steht über dem Gesetz und sie kann bewerten, ob eine Anklage zu Recht ist oder zu Unrecht ist. Und wenn ein Roter angeklagt wird, dann ist es zu Recht. Wir hatten dieselbe Diskussion in Kärnten. Da hat es Ermittlungen gegeben gegen den Landeshauptmann Kaiser. Und der Landeshauptmann Kaiser hat von sich selber auch gleich gesagt, wenn es zur Anklage kommt, trete ich selbstverständlich zurück, weil ich kann nicht Landeshauptmann sein und auf der Anklagebank sitzen. Das geht nicht. Das hat er selber gesagt. Das ist auch das, was die ÖVP in Kärnten damals gefordert hat. Also das kann jedoch nicht sein, dass sich immer nur die Roten an die Spielregeln halten müssen und Kurz und Blümel stehen über dem Gesetz und für die gelten die Spielregeln nicht. Das müssen Sie erst erklären. Und also, Sie wollen bestimmen, ob eine Anklage zu Recht ist oder nicht. Lass mich Herrn Hang erklären. Also diese Kopfwäsche von Herrn Doskozil dürfte heftig gewesen sein, weil Sie jetzt sind halt so aufgeregt und so aufgezogen. Kommen Sie ein bisschen runter, diskutieren wir ganz ruhig. Zur Situation unabhängige Justiz. Was mir schon auffällt in den letzten Tagen, alle betonen immer wieder, lassen wir die unabhängige Justiz agieren, lassen Sie die ermitteln. Und alle kommentieren und am allermeisten der Herr Greiner. Ich fordere auch auf, gehen wir einen Schritt zurück, lassen wir es ermitteln. Und da man nicht alle miteinander kommentieren, weil natürlich dann entsteht der Eindruck, übrigens in den Medien, von allen Experten, es werden x-zählige Gutachten geschrieben und. Also ich finde auch, man sollte Ruhe hineinkommen lassen in dieses Thema. Hier soll einfach unabhängig ermittelt werden, weil ich ganz einfach eh davon überzeugt bin, dass es nicht einmal zu einer Anzeige kommt. Aber Sie weichen der entscheidenden Frage aus.
ein roter Bundeskanzler muss bei einer Anklage zurücktreten, hat die ÖVP verlangt. Wie ist das bei einem schwarzen Bundeskanzler? Muss er bei einer Anklage zurücktreten? Ich habe jetzt irgendwie schon, glaube ich, vorhin die Antwort gegeben, man muss den Sachverhalt mit gegenüberstellen. Und bei diesem Sachverhalt, der derzeit vorliegt, sehen wir ganz einfach überhaupt keinen Grund. Aber ich kann es dreimal gerne noch sagen. Schlägt? Nein, aber es geht um den Inhalt der Anklage. Das heißt, Sie entscheiden dann, ob die Anklage zu Recht ist oder nicht? Ich habe eine Meinung, die darf ich doch noch haben, wenn das okay ist. Und wenn Sie der Meinung sind, die Anklage ist nicht zu Recht, dann muss er nicht zurücktreten. Das heißt, wir haben jetzt Willkür. Die ÖVP entscheidet willkürlich, ob die Regeln gelten für den schwarzen Kanzler oder nicht. Ich habe eine Meinung kundgetan und irgendwann könnten Sie, aber das ist wie im Untersuchungsausschuss übrigens, wenn der Herr Verfahrensrichter dort etwas sagt, der Herr Greiner hat es noch nie zusammengebracht, dass irgendwie eine Meinung dann auch zur Kenntnis nimmt. Aus meiner Sicht ist ja der Herr Greiner einfach auch in einer Situation, dass er, wenn er nicht alleine Recht hat, dann funktioniert sowieso nichts in unserer Demokratie. Okay. Und das ist ja eine Situation, die wir über viele Wochen schon kennen. Man hat es an seinem Verhalten, glaube ich, sehr klar. Gut, ich glaube, es sind unterschiedliche Meinungen, da werden Sie sich auch nicht einigen. Er will einfach nicht sagen, ob die Regeln, die für rote Bundeskanzler gelten, auch für die schwarzen Bundeskanzler gelten. Das will er nicht sagen. Also er kann und offensichtlich das ist, nicht das ist aufpassen beim Zuhören. Gott, das ist ein Problem. Das Problem haben wir ja öfters, dass du manchmal die Dinge nicht... Abschließend will ich noch gerne zum Untersuchungsausschuss kommen. Da wurde gestern die Geheimhaltungsstufe der Finanzministeriumsakten jetzt gesenkt. Sind Sie jetzt zufrieden? Nein, das ist nicht passiert, sondern es ist begonnen worden, neu zu liefern. Ja, aber die Geheimhaltungsstufe wurde auch gesenkt. In unterschiedlichen Geheimhaltungsstufen. Ja, ein Teil wurde gesenkt. Wir müssen jetzt warten, weil es ist gesagt worden, in 5 Tranchen kommt das. Wir werden dann am Freitag, müssen wir dann ansehen, was ist wie runtergestuft worden, ist das jetzt rechtskonform oder nicht. Ist es denn aber noch zu wenig, was momentan passiert ist? Nein, es ist jetzt einmal, es ist gestern die erste Lieferung bekommen. Natürlich, ich war heute schon im Datenraum. Es sind ja gestern... Alle schon okay, das ist ja super, Lisa. Es sind gestern die ersten gekommen, es ist in 5 Tranchen. Am Freitag ist angekündigt die letzte. Dann werden wir sehen, hat der Herr Blümel endlich sich ans Gesetz gehalten. Seit 3. März ist er verpflichtet, vom Verfassungsgerichtshof das zu tun. Bis heute hat er das nicht erfüllt, obwohl der Exekutor noch immer vor der Tür steht. Wir werden sehen, wenn er bis am Freitag endlich gesetzeskonform liefert, dann werden wir das auch dem Bundespräsidenten so mitteilen, dass er dann nämlich die Exekution nicht durchführen muss. Ich habe schon klare Reformvorschläge eingebracht, auch zum Untersuchungsausschuss. Da gehört auch dazu, wie wir Aktenlieferungen organisieren. Wir haben schon eine Situation, dass wir mittlerweile Millionen von Seiten an Akten im Parlament haben. Da stellt sich dann irgendwann einmal die Frage, ist das noch bearbeitbar, organisierbar? Da brauchen wir ein sauberes Prozedere. Einmal mehr will ich festhalten, dass natürlich seit dem 3. März auch was passiert ist. Man hat ja angeboten, quasi die Daten in einen digitalen Raum zu stellen, um auch Persönlichkeitsrechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schützen. Die sind ja dem Herrn Greiner sowieso total egal. Ich erinnere an den Antrag Novomatic-Mitarbeiter, Gesundheitsdaten Novomatic-Mitarbeiter, 3000, vom Datenschutzrat vom Tisch gefegt, das wissen Sie ganz genau. Die Frau Kollegin Crisper hat sich sogar schon entschuldigt dafür, für diesen Antrag. Aber Entschuldigung, das fällt Ihnen natürlich sowieso nicht ein. Und ganz die Geschichte ist, die Grundrechte von Persönlichkeiten werden geschützt durch die Einstufung. Und wieso hat der Datenschutzrat dann abgelehnt? Darf ich ausreden? Wenn medizinische Daten zum Beispiel drin sind, dann müssen die in 2, mitunter sogar in 3 eingestuft werden. Aber im Pressespiegel, was in der Zeitung Österreich gestanden aber ist, er passt nicht auf, hat der Herr Blümel auch in Stufe 3 eingestuft, er passt nicht auf. Was natürlich absurd ist, weil so geheim kann das ja nicht sein, was in der Zeitung Österreich gestanden ist. Wenn Sie dann nachschauen, welchen Artikel er meint, dann ging es um seine Chats mit dem Novomatic-Vorstand, die er als geheim eingestuft hat. Und ganz ehrlich, das wirft auch ein bezeichnetes Bild auf ihn, dass er nicht will, dass man im Untersuchungsausschuss über die Verbindungen von der ÖVP zur Novomatic spricht. Heute ist er so aufgeregt, Herr Greiner, dass er nicht einmal versteht, was ich sage. Ich habe von den Novomatic-Mitarbeitern gesprochen, wo sie alle von allen 3000 Mitarbeitern persönliche Daten haben wollte. Das ist falsch. Der Datenschutzrat hat das vom Tisch gefegt. Das ist ungeheuerlich, falsch. Haben Arbeitsrechtler gesagt. Die Frau Crisper hat sich schon entschuldigt. So etwas würde Ihnen nie einfallen. Nein, aber ganz zum Schluss noch, sind Sie dennoch nach wie vor der Meinung, der Urschuss soll verlängert werden? Oder hat sich das jetzt mit dieser Herabstufung, sofern das dann für alle Akten gilt, hätte sich das erledigt? Ich glaube, dass es gut wäre, den Untersuchungsausschuss zu verlängern, aus einem einfachen Grund. Der Untersuchungsausschuss läuft seit über einem Jahr und wir haben noch immer nicht die Daten vom Bundeskanzleramt und vom Finanzministerium, die uns zustehen. Und auch die ÖVP sagt, sie hätte zum Beispiel gern, und das ist durchaus legitim,
die Chat-Auswertung vom Handy vom Strache. Es ist ja auch noch in der Pipeline das Handy von Löger. Die Auswertung haben wir auch noch nicht bekommen. Die Auswertung von Blümel, von Pilnercheck, von Fuchs. Also es gibt eine Reihe von Handys, die noch nicht fertig ausgewertet sind. Die Justiz hat in einem Konsultationsverfahren gesagt, das schaffen sie nicht bis Mitte Juli. Sie bräuchten mehr Zeit. Und ich bin der Meinung, wenn die ÖVP wirklich hier aufklärerisch tätig sein will und wirklich diese Chats analysieren will, ob man da was sieht, dann ist es einfach im Sinne der Aufklärung, den Zeitraum zu verlängern, dass wir wirklich alle Akten und Unterlagen bekommen, um uns wirklich ein ganzes Bild machen zu können. Abschließend noch zu Ihnen, Herr Hanger. Sie haben selber das Handy von HC Strache angesprochen, dass das noch immer nicht vorliegt, die Auswertung. Wäre es nicht auch angesichts dessen sinnvoll, den Urschuss zu verlängern? Naja, wir haben eine Situation, dass wir letztlich kaum mehr Auskunftspersonen haben, die irgendwas Relevantes sagen können. Das erlebe ich in den letzten Tagen schon doch sehr, sehr intensiv. So ein Tag kostet 50.000 Euro. Ich bleibe dabei, solche Befragungstage, wo keine relevanten Erkenntnisse kommen, sind Störgeldverschwendung. Das ist ganz einfach so. Aber ich bekenne mich zu einer Reform bei den Aktenlieferungen. Das habe ich schon ausdrücklich gesagt. Da geht es auch darum, die richtigen Prioritäten zu setzen, wenn beschränkte Ressourcen da sind. Aber mir ist nur aufgefallen, immer wenn ich Reformvorschläge bringe, Stärkung des Verfahrens, das klare Untersuchungsgegenstand, wie geht man mit Auskunftspersonen um, ist immer Schweigen im Walde von den Oppositionsparteien. Ich würde Sie wirklich bitten, da mal in gute Gespräche einzusteigen. Das ist doch ganz einfach. Der Untersuchungsgegenstand ist VfGH geprüft. Der hat das Prüfsiegel von VfGH bekommen. Was für ein höhere Qualitätssiegel kann man bekommen in diesem Land, als dass der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, das ist klar, abgegrenzt und rechtskonform. Also jeder Sie Beobachter. Sie haben ja am Anfang des Untersuchungsausschusses, wie die ÖVP mit dem Untersuchungsausschuss umgeht, sieht man ja in der Geschichte des Untersuchungsausschusses. Wir haben den Untersuchungsgegenstand eingebracht. Das Erste, was die ÖVP gemacht hat, ist, dass sie den beeinsprucht hat und zensuriert hat und mehr oder weniger der Meinung war, wir dürfen nur anschauen, was die FPÖ eventuell, ob die käuflich war oder nicht und nicht, ob die ÖVP käuflich war oder nicht. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, nein. Die Mehrheit im Parlament kann nicht entscheiden, was angeschaut werden darf und was nicht. Und diese Sabotage der ÖVP, des Untersuchungsausschusses, in der Form von Beeinspruchung vom Untersuchungsgegenstand, irgendwelche Geschichten über Wurstsemmeln und Chips essen zu erzählen, die unparteiische Vorsitzführung von Herrn Sobotka und diese ganzen Nebelgranaten mit Wahrheitspflicht abschaffen und so weiter, das ist bis heute der Fall. Ja, vier Parteien arbeiten sehr konstruktiv in diesem Untersuchungsausschuss, auch die Grünen, also auch eine Regierungspartei, auch die FPÖ arbeitet konstruktiv mit. Die NEOS und die SPÖ sowieso, die einzigen, die die ganze Zeit destruktiv sind und nicht an der Aufklärung mitwirken, ist die ÖVP und der Herr Hanger. Und wenn es wirklich um die Aufklärung ginge und er wirklich zum Beispiel die Strache-Chats haben wollte, ja, dann verlängern wir das, dann bekommt er die Strache-Chats. Ich würde sie auch gern sehen, aber ich bin damit konfrontiert, dass ich viele Akten und Unterlagen nicht bekomme, in der Regel, weil Kurz und Blümel sie uns rechtswidrig vorenthalten und quasi erst, wenn der Exekutor vor der Tür steht, in der Person des Bundespräsidenten, erst dann beginnen sie zu liefern und bis heute ist es noch nicht rechtskonform umgesetzt. Ich bin ja der Meinung, sieht ja auch in der Länge der Antworten von Herrn Greiner, dass er sehr schlecht argumentiert, dass das seine üblichen Märchenstunden sind. Ich habe sehr klare Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. Wir untersuchen, dass wir da in gute Gespräche einsteigen. Für uns wird das der Wolfgang Gerster verhandelt, weil nur erst dann ist wirklich sinnvolle parlamentarische Kontrolle möglich, für die wir natürlich auch stehen. Herr Hanger, Herr Greiner, vielen Dank. War eine spannende und teilweise sehr emotionale Diskussion. Wir machen eine kurze Werbepause und dann ist gleich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp zu Gast. Und da gibt es natürlich vor allem eine Frage. Herbert Kickl hat gestern hier im Studio gesagt, er steht für eine Spitzenkandidatur als FPÖ-Spitzenkandidat zur Verfügung, sollte es zu Neuwahlen kommen. Das hat eine Riesendiskussion ausgelöst. Zwei Landesgruppen der FPÖ, nämlich Tirol und Salzburg, haben heute bereits bekannt gegeben, dass sie Herbert Kickl als Spitzenkandidaten unterstützen würden. Die Frage ist, was machen die Wiener, die mächtige Wiener Landesgruppe? Und das werde ich gleich Dominik Knepp fragen. Wer ist denn der bessere Spitzenkandidat? Ist es Herbert Kickl? Ist es Norbert Hofer? Oder ist es vielleicht sogar er selber? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause.